Liwi, einmal mehr auf dem Weg der Öffnung. Bleibt dran. Kirche Lindenwiese, das sind wir. Menschen aus der Region, bodenständig und von Jesus begeistert. Gemeinsam üben wir Gottes Liebe in der Kirche ein und wollen sie im Alltag leben. Liebe, liebe Familie, herzlich willkommen zum Input der Woche Nummer 56. Schritte der Öffnung haben wir diesen Input überschrieben. Daniel und ich werden über Schritte der Öffnung laut nachdenken. Daniel, ich habe deinen letzten Input noch in Erinnerung. Es hat mich irgendwie beeindruckt, als du draußen auf der Terrasse dich hingelegt hast und gesagt hast, manchmal bin ich müde. Kannst du noch ein paar Dinge dazu sagen, was dich müde macht, was deine Ängste und deine Hoffnung auch ist? Ja, kann ich. Also das habe ich tatsächlich so gemeint. Ich nehme das nicht immer gleich wahr und nicht immer gleich intensiv, aber es sind wie zwei Herzen, die in meiner Brust schlagen im Moment. Auf der einen Seite freue ich mich wirklich. Ich schaue jeden Morgen nach, wie sind die Inzidenzen und die fallen. Und ich merke, da kommt eine Freude auf und eine Begeisterung. Und auf der anderen Seite gibt es aber in mir echt eine Erschöpfung, eine Müdigkeit, wo ich denke, ich will echt nicht mehr. Mir reicht's. Also was mir vor allem reicht, ist, dass man jetzt vorne hinsteht und sagt, jawohl, jetzt geht's aufwärts, jetzt machen wir Aufbruch. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht und es ist ja dann immer wieder gescheitert. Ja. Das ganze Ding fällt wieder in sich zusammen. Und wenn dann, wie ich es jetzt auch erlebt habe, mir jemand anruft und sagt, komm, wir machen so und so, normal bin ich begeistert. Ja. Und dann merke ich, boah, nicht. Ja. Ja. Was, wenn man jetzt wieder viel Energie investiert und dann eine Woche später müssen wir wieder zurückrudern, alles wieder canceln, alles wieder streichen. Da ist wirklich nach dem Jahr, bei aller Freude, jetzt merke ich, gibt es wirklich Vorbehalte und Momente, wo ich dann denke, nee, ich... Ja. Und das ist neu. Und das habe ich jetzt auch eine Weile gebraucht, bis ich mir das überhaupt zugestanden habe, dass es so ist. Aber es ist so. Nicht immer, auch nicht jeden Tag. Ja. Aber es gibt diese Tage. Ja, ja, wie geht es denn dir? Genau, machen wir jemanden, der vielleicht ein bisschen dynamischer daherkommt. An dem Punkt, mir geht es ähnlich. Als ich das gesehen habe, wie du dich da hinlegst, habe ich gedacht, ich könnte mich gerade dazulegen. Mir geht es ähnlich. Manchmal bin ich müde über die vielen endlosen Online-Sitzungen. Das ist ja auf der einen Seite was Gutes und Wertvolles und Hilfreiches. Und auf der anderen Seite denke ich, ich mag nicht mehr. Und dann auch die Vorstellung, mir öffnet wieder, müsste wieder zurückrudern, finde ich anstrengend. Und dann aber auch die Ungewissheit, die Leute, wo sind die, wie laufen die Hauskreise, auch die Frage Gottesdienst, das gehört für mich zusammen. Kirche und Gemeinschaft gehört für mich zusammen. Man feiert im Kleinen miteinander, in der Hauskreise, in der Kleingruppe, in der Dienstteams, lebt miteinander. Und dann aber auch braucht es den großen Gottesdienst, wo man miteinander Gott feiert und einander sagt, den Gott gibt's und wir feiern ihn. Das braucht's alles. Und da bin ich überzeugt. Und ich merke, wie ich das zunehmend vermisse. So gut es ist, auch mit Livestream-Gottesdienste, es ist alles gut. Aber ich merke und sehne mich danach zu sagen, ich möchte all die Leute, die möchte ich gern wieder mal sehen. Und ich möchte, dass wir wieder mal miteinander lachen. Und dass nicht, wenn ich einen Joke mache im Gottesdienst, keine Ahnung habe, ob man daheim lacht oder gähnt. Und die Leute mit Maske, schön, dass sie hier sind. Und gleichzeitig sehe ich keine Mimik und Gestik. Und das zehrt an der Kraft. Und ich merke selber auch, dass ich sage, wie lange könnte ich noch machen? Aber die Leute sind mir wichtig, Gott ist mir wichtig, aber es kostet Kraft. Von daher geht's mir ähnlich und ich hoffe, dass wenn wir uns jetzt auf den Weg machen, zukünftig zu öffnen, dass das ein guter Weg wird, der wieder einen Abbruch erlebt. Das wäre schade. Ja, ich glaube, das wäre die Kunst, dass uns das gelingt, gell? Genau. Dass man ist. Wir haben uns ja neulich auch unterhalten und uns beide treibt auch die Angst um, dass wir zu langsam sind und dass wir jetzt quasi weit unter unseren Möglichkeiten bleiben. Genau. Wir möchten ja wirklich allen das Maximale ermöglichen, inklusive uns selber. Ja. Und auf der anderen Seite aber auch die Angst, dann, wenn wir jetzt zu schnell sind, zu hektisch, wir wollen ja dann auch nicht wieder zurückrudern müssen. Ja. In der Spannung sind wir unterwegs. Und dann habe ich Gemeinden, die ich begleite im Moment, einige, die da extrem kämpfen und die sagen, ja, bei uns waren wir zu restriktiv, zu einengend. Dann denke ich, wo sind wir, wo befinden wir uns auf der Reise und müssten wir schnell öffnen. All die Fragen treiben mich um und
mir betet und hofft, dass man einen guten Weg findet. Und auf der anderen Seite erlebe ich natürlich, denn wenn ich jetzt einen Perspektivenwechsel vornehme, mich letzte Woche war eine Frau hier im Bücherladen, wir sind uns zufällig über den Weg gelaufen und sie sagt, Thomas, ich erinnere mich so an die Predigt von dir, wo du gesagt hast, jeder Mensch braucht pro Tag 9 bedeutungsvolle Berührungen. Und ich bin so abgeschieden im Alltag, ich würde so gern in Gottesdienst kommen, ich würde so gern am Tischlein Deck dich teilnehmen, ich würde so gern einen Hauskreis live erleben und es ist alles nicht möglich. Ich glaube, ich gehe kaputt. Und das trifft mich und ich denke, ja, genau so ist es. Wenn ich Apostelgeschichte lese, sie haben sich getroffen in den Häusern, sie haben sich getroffen im Tempel, sie haben sich getroffen in Dienstteams, was auch immer. Und es ist alles wie abgeschnitten. Und dann denke ich, hoffentlich können wir bald wieder gemeinsam feiern, dass Menschen Berührungen erleben. Manchmal habe ich schon gedacht, mir richtet einen Tisch ein hier, so, und da steht drauf Free Hugs und jeder, der kommt, kriegt eine kostenlose, freiwillige, herzliche Umarmung, dass man wieder mal einander spürt, wenn wir so geschaffen sind. Mhm. Nicht, wenn wir blöd sind, sondern wir sind geschaffen. Berührungen sind wichtig. Und dann hoffe ich darauf, dass da wieder auch Eröffnung gibt und die Menschen Nähe erleben dürfen. Jo. Ja, nee, ich denke, mit Familien zum Beispiel ist es ja ähnlich. Genau. Also gut, die Näheperspektive ist bei mir nicht ganz so ausgeprägt und trotzdem freue ich mich wirklich auch über jeden, der kommt und umarme gern Leute. Ja. Aber die, so erlebe ich jetzt und auch im Gespräch mit anderen, die Kinder, die ständig daheim sind, die Anspannung für die Familie. Wie schön wäre es, wenn endlich mal wieder die Pfadfinder losgehen, was wahrscheinlich auch passieren wird nach der Pfingstferie, wenn da wieder Routine reinkommt und dadurch die Familie entlastet wäre. Ja, ja. Ich glaube, da ist auch echt ein hoher Druck da, dass es passiert. Ja. Und jetzt sind ja die Inzidenzen am Sinken, Restaurants machen wieder auf, Gastronomie allgemein. Und dann denke ich, und wir haben ja darüber nachgedacht, was wäre denn dran? Wir können ja jetzt nicht einfach abwarten und so weitermachen. Und was sind so Überlegungen, Daniel? Magst du was sagen dazu? Ja, also es gibt tatsächlich viele Dinge, die uns beschäftigen, wie wir jetzt da vorgehen. Also in allem, es sind Überlegungen und es wird wahrscheinlich ein Vorantasten bleiben. Ja. Ich glaube, mit dem müssen wir leben. Es gibt nicht den einen Datum, wo wir jetzt die Pandemie für vorbei erklären und dann plötzlich steht hier wieder Brezel und Kaffee und so schön das ja wäre. So, das wird nicht passieren, sondern wir werden uns halt da Schritt für Schritt nach vorne... Fahren auf Sicht, das wird jetzt auch wieder in der nächsten Zeit so bleiben. Ja. Was uns zum Thema Gottesdienst jetzt im Speziellen natürlich beschäftigt. Wie können wir hier viel Raum schaffen, dass jeder wieder teilnehmen kann? Wir haben ja die Hoffnung, dass möglichst viele wieder kommen. Eigentlich habe ich sogar die Hoffnung, dass noch mehr kommen wie jemals zuvor. Nach der Pandemie oder wann auch immer das so sein wird. Und ein Thema, das uns ja beschäftigt, das sind aber jetzt nur Überlegungen, die werden wir auch ausführlich mit verschiedenen Leuten besprechen. Anfang Juni gibt es ja eine Besprechung mit Beteiligten, Also das, keine Angst jetzt, das ist jetzt keine, keine Ankündigung, sondern das ist eine Idee, über die müssen wir reden. Die wäre, dass wir am Sonntagmorgen 2 Gottesdienste machen und dass wir einen digitalen Gottesdienst quasi erhalten, wo auch komplett mit Dunkel und Kamera und Gimbal und wie das alles heißt, der gestreamt wird und gleichzeitig aber auch einen bewusst analogen Gottesdienst machen, wo die Kinder sind, die Familie, Kaffee, Brezel, das ganze Paket, die Berührungen, also dass man wie beides weitermacht. Ja. Aber 2 Gottesdienste und jeder kann sich dann auch auswählen, zu welchem Gottesdienst er kommt. Das beschäftigt uns. Auch, das möchte ich nur kurz erwähnen. Also man kann dann auch zu dem Gottesdienst, der gestreamt wird, kann man auch kommen. Ja, logisch, natürlich, klar. Gut. Nur muss man halt damit leben, dass es halt dunkel ist und vielleicht die Musik noch lauter oder und so weiter. Aber dass das jemand mit dem Gimbal rumläuft. Genau. Ich könnte mir vorstellen, manche finden das nur attraktiver. Genau so wollen wir es ja dann auch machen. Ja. Wir haben auch, vielleicht kann ich das hier kurz noch einflechten, wir haben vom Bauamt jetzt auch eine finale Perspektive bekommen, dass wir in den nächsten Jahren den Saal einfach auch baulich nicht erweitern können. Okay. Also von dem her sind wir da wie auch limitiert. Okay. Und ich glaube, das zwingt uns fast auch in die Richtung zu denken. Und es ist ja eine tolle Vorstellung. Ich komme am Sonntagmorgen daher und dann kommt schon eine ganze Gruppe motiviert aus dem Gottesdienst raus. Ich sehe die Leute. Und die bleiben nachher, während wir anderen Gottesdienst feiern, sitzen die da, trinken einen Kaffee. Nachher begegnet man sich wieder. Also das Ganze läuft dann viel organischer, viel lebendiger. Und Gottesdienst ist wie Teil vom Gemeinschaftsgeschehen. Ja. Und wenn ich sage, das war so eine gute Predigt vom Thomas, die muss ich mir gerade nochmal anhören.
Dann sitze ich nochmal rein und bin dann womöglich enttäuscht, dass es ja ganz anders sich jetzt anhört in der zweiten Runde. Genau. Also das sind Gedanken, die uns beschäftigen. Ja, aber sag du mal was dazu. Ich habe die Erfahrung gemacht in einer Gemeinde, in der ich zum Prediger war, zwei Gottesdienste. Und ich habe das inspirierend gefunden. Ich war vorher immer ein bisschen zurückhaltend. Und der eine wurde gestreamt und der andere nicht. Und ich habe das gedacht, Mensch, das ist eigentlich ein recht gutes Modell. Und ich denke, wir dürfen uns vortasten, wie du gesagt hast. Was mich natürlich auch beschäftigt in dem Ganzen, man nennt es ja hybride Kirche, dass Kirche sowohl vor Ort als auch online, und das wird die Zukunft sein, dass wir hybride Kirche sein werden. Wir haben den Entdeckerkurs online hinter uns. Habe ich mich auch Anfang noch ein bisschen gesträubt. Kann man das überhaupt machen? Ein Entdeckerkurs, wo wir miteinander essen, zusammensitzen, anschließend Chips und Whisky. Das war das Normale, dass man noch ein bisschen Gemeinschaft hat und über die Themen noch entspannt diskutiert. Und ich war überrascht, wie gut und auch tiefsinnig der Lauf ist. Und da waren natürlich Leute aus überall bis Rastatt und Heilbronn mit dabei. Und es war spannend. Und ich denke, dass wir auch in Zukunft wie Hybrid weiterfahren werden. Auch, dass man manche Sitzungen online machen werde, dass man vielleicht der eine oder andere Hauskreis online laufen wird. Wie jetzt der Entdeckerkurs läuft online weiter. Das heißt, ein Teil von deinen Leuten, eine Gruppe von 12 Leuten ungefähr, die machen weiter. Mhm. Die treffen sich weiterhin, die können sich gar nicht hier treffen. Und die werden im Juni mal hierher kommen. Also es wird so eine Art hybride Sache werden. Wir werden weiterhin, und das ist ja ganz toll, die Vorstellung Kirche ohne Mauern sein. Man kann am Gottesdienst teilnehmen hier. Man kann ins Online-Foyer und mal reinschauen und sagen, jetzt will ich doch mal den Hubert Henselmann kennenlernen. Oder ich will mal die Julia Klemann kennenlernen, die moderiert und vielleicht ist sie im Online-Foyer vor dem Gottesdienst, da ist die öfters. Kann ich mal mit dir reden? Also ich denke, da werden sich ganz neue Möglichkeiten auftun und da wollen wir Schritt für Schritt vorangehen. Aber von dem einen bin ich überzeugt, dass der Gottesdienst vor Ort, der wird eine Erfahrung werden wieder, die nicht zu ersetzen ist durch einen reinen Online-Gottesdienst. Also wir werden beides brauchen und wir wollen ja hier Kirche für die Region sein. Wir werden aktuelle Themen weiterhin auch behandeln mit Gottes Perspektive, eben hier verortet, bodenständig vom Himmel inspiriert. Das heißt, Themen, die hier vor Ort relevant sind, die die Menschen beschäftigt, vom Himmel inspiriert. Und die Gottesdienste werden wir schätzungsweise bewerben. Dann können Leute online reinschalten und mal mit dabei sein, vielleicht irgendwann kommen. Ich erlebe das hochspannend, du ja auch, dass man irgendwo hinkommt und heißt, ach, ich kenne sie ja da, Alter. Ich sehe sie immer im Livestream. Das sind Leute, die haben wir noch nie gesehen, die sind hier mit dabei. Und das ist schön. Also ich denke, das wird die Zukunft sein. Aber eben Schritt für Schritt werden wir da unterwegs sein und ausprobieren und mutig sein. Vor allen Dingen mutig sein. Ja. Jetzt haben wir natürlich wieder mal die ganz großen Bilder gezeichnet. nicht, dass jetzt jemand dann nächste Woche kommt. Ja, aber es ist ja nur ein Gottesdienst und was weiß ich. Ja. Also das ist genau. Da gibt es die ganz großen Bilder und jetzt gibt es halt, ich will nicht sagen das Stolpern, aber doch das vorsichtige Voranschreiten. Ja. Und die nächsten Sonntage, die werden halt... Wir freuen uns über jeden, der kommt und ihr seid alle wirklich herzlich eingeladen. Wir sind da, wir freuen uns und feiern miteinander Gottesdienst. Allerdings, und da geht es natürlich schon los, ist unser Platz limitiert, es gelten noch gewisse Regeln. Genau. Im Moment gibt es noch kein Kinderprogramm und Brezeln stehen auch noch keine da. Aber wir sind da, Gott ist da und es ist eine tolle Möglichkeit, sich zu begegnen. Und die werden wir nutzen, so gut es geht und dann langsam öffnen. Ja. Und dann Schritt für Schritt nach vorne gehen. Ja. So sieht es gerade aus. Und da beschäftigt mich eins, indem, wenn du das so sagst, ich lese gerade die Paulusbriefe und was mich fasziniert an Paulus, muss ich wirklich sagen, dass er immer wieder sagt, in die Gemeinden, in Galatien, in Korinth, in Ephesus, bitte betet für mich, dass ich meinen Dienst gewinnbringend tun kann. Und das wäre auch ein Anliegen von mir. Betet für uns als Leitung. Das ist nicht der Floskel, sondern ein tiefer Wunsch. Als ich das bei Paulus gelesen habe, habe ich gedacht, oh, das wünsche ich mir auch, dass unsere Gemeinde für uns betet, mir für die Gemeinde. Deshalb auch die Einladung, betet für uns, dass es einen guten Weg gibt, dass wir Segen empfangen und zum Segen werdet für die Region. Ich glaube, Gott freut sich darüber
unbändig. Und jetzt stolpern wir einfach weiter drauf los, hoffnungsvoll, werden einander aufheben, wenn wir hinfallen, und gehen davon aus, es wird ein guter Weg. So wollen wir es machen. Ja. Gottes Segen euch. Ja.